Lieben, heute geht es um die dritte Rauhnacht. Das ist der 26. und 27. Dezember. Diese steht für den März des kommenden Jahres. Und der Tag bzw. die Nacht selber steht im Zeichen des Aufbruchs. Das heißt, in der Natur steht der März für den Frühling. Der Winter ist endgültig besiegt. Es wird wieder wärmer. Es beginnt erneut alles zu wachsen und zu sprießen. Am 21. März ist Tag- und Nachtgleiche und Frühlingsanfang. Ab dem 22. März sind die Tage wieder länger als die Nacht. Somit hat das Licht die Dunkelheit endgültig besiegt. In alter Tradition wurde am 21. März Ostara mit reinigem Räucherfeuer gefeiert. Das Ostern des Christentums kennt bis heute auch Osterfeuer. Also daher kommt das. An diesem Tag können Sie sich noch einmal genauer mit Ihren Zielen für das Jahr befassen. Das heißt, ich werde euch auch eine Meditation anhängen, die sich genau damit befasst, dass ihr euch für euch im Klaren werden könnt, was sind eure Ziele für das nächste Jahr. Also mir hilft diese Meditation jedenfalls dabei, diese zu manifestieren und zu finden. Ja, am sinnvollsten ist es, wenn ihr euch dabei Fragen stellt, wie, was möchte ich erreichen? Klar, die Saat ist schon gesät, ist ein bisschen blöd. Also in unserem Fall geht es dann eher darum, was möchte ich im Beruf erreichen? Was möchte ich privat erreichen? Sieht man das, was ich erreichen will, schon langsam keimen? Also trägt es Früchte? Welche Dinge sind noch zu tun, dass mein Ziel erreicht werden kann? Und ja, es wird für mich, werde ich die Räuchermischung Aufbruch verwenden für das Räucherritual an dem Tag. Ja, da sind die richtigen Kräuter drinne, um einem einfach auch ein wenig Kraft und Wille zum Aufbruch zu geben. Wenn ihr jetzt keine Räuchermischungen habt, ich hatte ja mal gezeigt, das Räucherset, was ich uns da geholt habe für die Rauhnächte. Ja, der nimmt einfach, guckt mal in Küchenkräutern, Wacholderbeeren, Fichtennadeln. Es gibt so viele Sachen, die da helfen können. Es muss nicht eine gekaufte Mischung sein, es kann auch was Eigenes Gefundenes sein. Oder ihr macht euch einfach ein Räucherstäbchen an. Es geht einfach um die Ruhe, um die Stille, um sich selber einzukehren, um zu gucken, was will ich überhaupt? Ja, also es müssen nicht zwingend solche Räuchermischungen sein. Man kann auch seinen eigenen Weg finden und gehen. So ist es ja nicht. Ja, das war die dritte Rauhnacht.